Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Titanfall. Ja, ihr seht eigentlich schon alles, was passiert. Ich gebe einfach nur meinen Senf dazu und ansonsten wünsche ich euch viel Vergnügen bei dieser Folge. Und wir spielen noch einmal Betankungsüberfall. Jo, so sieht's aus. Wir überfallen irgendeine Betankung. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber Hauptsache, es geht bald los. Ja. Die erste Folge habe ich ja ein bisschen länger werden lassen, damit alle so ein bisschen ins Spiel reinkommen. Und die zweite Folge wird dafür jetzt ein wenig kürzer. Also, was heißt kürzer? Also, bekommt eine normale Folgenlänge. Sie wird nicht überlang. Ja. Jetzt warten wir auf Spieler. Da unten so. Ja. Ich weiß gar nicht, was sieht hier eigentlich? Ist die Webcam gespiegelt? Muss ich dahin zeigen, um auf das warte auf Spieler zu gehen, oder muss ich dahin? Das weiß ich ja jetzt ja auch nicht. Oh, jetzt vibriert der Controller. Das wollen wir ja nicht. So. Frauen im Krieg, was ist denn? Nein, Spaß. Spaß. Nein, doch. Oh. Ja. Ah, ich kann sogar gucken. Cool. Das nenne ich Filmriss. Die Zivilflotte ist gleich hinter uns. Die meisten Schiffe. Wir haben keine Wahl. Jetzt oder nie. Egal wie, wir brauchen den Sprint, sonst sind wir alle geliefert. Ey, du Kleiner, dein Monitor ist aus. Das bringt dann Wischen nicht so viel. Kann ich denn nicht einsteigen? Ach, da sitzt schon Captain Dunham drin. So. Okay, Boss, das ist eine Hardpoint-Operation. Übernimm die Kontrolle über möglichst viele Hardpoints. Schalt mich auf sie drauf und überlass den Rest mir. Was sind Hardpoints? Okay, die Treibstoffpumpen bei Charlie sind online. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was Hardpoints sind. Aber die Aufgabe, die könnt ihr mal ruhig mir überlassen. Ich mache mich jetzt schon auf die Suche nach Hardpoints. Hallo, was geht hier ab? Übrigens habe ich eine Frage an alle die von euch, die glauben sich ein wenig mit PCs auszukennen. Soll ich mir mehr RAM kaufen, also 16 GB statt 8 GB? Oder soll ich mir eine SSD kaufen? Hallo, ich stehe in deiner Feuerlinie. Na du, hallo. Jetzt ist sie weg. Vielleicht guckt sie ja... James Brook 804 irgendwann mal bei Simubro auf YouTube verbreitet, bestimmt, oder? Ich habe doch jetzt bestimmt richtig gute Schleichwerte. Oha. So, okay. Jo. Immerhin habe ich einen Toten gemacht. Ich komme mir noch nicht damit klar, dass man sich irgendwie auch unsichtbar machen kann, ne? So. Unsichtbar gemacht. Oh, gegen die Wand gesprungen, ne? Aber so springen wir die auch gerne in die Realität. Das wär's doch echt. Okay, aber jetzt machen wir mal weiter. Wir sind Mr. Simubro, Soldat im Dienst. Wir sind seit der ersten Minute eigentlich schon als diensthabender Soldat dabei und werden uns darum kümmern, dass unsere Stadt wieder in unsere Hände zurückfällt und sind da wirklich mit Eifer, im Eifer des Gefechts mit ganz viel Elan dabei. Okay, und ja. Check die Karte, er ist in einem Gebäude. Oha, geil. So. Da habe ich jetzt ja mal alle habe ich so ausgeschaltet. Allesamt sind sie weg. Alle sind sie weg vom Fenster. Ach, da oben. Oh, ich muss auch mal hier weg. Ab wann kann ich einen meinen Titan anfordern? Oh, ja. Titan. Hallo? Felix? Bist du nicht so alt, wie du tust? Noch habt ihr Zeit, ihn zu zeigen, wer hier der Boss ist.
So. Was heißt die Leiste da oben? Okay, Kumpel, du näherst dich, Bravo. Ich bin tot. So. Titan, jetzt habe ich endlich meinen Titan. Da kommt da. Mein Simu-Bro-Auto-Titan. So, steig ein da. Die Klappe geht zu und meine Monitore sind alle geladen. Wunderbar. So. Sind die gut oder sind die böse? Ah, der baut einen scheiß Schutzschild um sich auf. Ah, der ballert. Kann ich mich eigentlich auch irgendwie ducken? Ah, das war Nahkampf. Ah, wenn ich muss rechts drücken für Nahkampf. Ah, jetzt habe ich es wieder. Ah, ja, links drücken für... Der ist ja schon ganz kopflos hier. Oh, ich hätte aussteigen sollen. Ich bin ausgestiegen. Jetzt wackelt die Erde. Hier. Was? Das Spiel ist mir eindeutig zu schnell. Guck mal, ich kann an der Wand laufen. Oh, aha, geil. Jo. So. Da kann ich mich richtig mit identifizieren. Da war doch gerade ein Titan. Ein Pop-Titan war da doch gerade. Ja. Ich glaube, mein Singen kam jetzt nicht so gut. Also nicht abonnieren, nur weil ich gesungen habe, ne? Also, ich singe nur, wenn ich gerade echt schlecht dran bin. Ich bin schon wieder tot. Wie hat der denn was gemacht? Ach, es gibt Snipers. Wo gibt's denn Snipers? Eieiei, ich muss noch viel lernen. Ich sehe schon. Ich muss noch sehr viel lernen. Oh, da schießt ja schon wieder einer auf mich. Hallöchen und herzlich willkommen. Was? Sag mal, also dieses Spiel, das macht einen ja echt kürkere. Das macht mich ja mürbe. Aber immerhin sieht die Waffe gut aus. So eine Waffe möchte ich auch zu Hause haben. 3, 2, 1. Mal mitzählen. 19. Die verschießt ja aber ganz schön schnell ihre Sachen, ne? Ich bin, glaube ich, unter das Kamerabild gerutscht. Tut mir leid. Ah, ich kann einen Titan holen. Drücken wir zusammen die Taste. Okay, bereit, machen wir Titanfall. Kommt da ja. Was, wenn ich mich genau... Oh, ah, jetzt ist er ja in mich gespawnt. Oder bin ich in ihn? Nein, er ist in mich gespawnt. Er ist in mich gefallen. Also, bin ich in ihn gespawnt? Was weiß ich. Oh, da wird einem ja ganz schwindelig. So. So, Kettenkanone. Kann ich die auch ändern? So. Schade, dass die Titans nicht springen können. Das wäre natürlich so echt overpowered, ne? Sind die Leute bei uns oder sind die nicht bei uns? Hallöchen. Ah. Da haben wohl nur meine Augen gespinnt. Gespinnt, spannend. Komm, renn einfach. Wir haben eh keine Chance in dem Gefecht.
Der nimmt gerade erst seinen Titan auf. Und schon hau ich ihm wieder eins drauf. Ja, ich bin einfach der Bro von Brawlhalla. Da habe ich einfach gelernt, wie man das macht. Und let's go in the Titan Nahkampffight. Wo ist er denn? Soldier, ergib dich. Ah, die sind ja bei uns. Die blauen Mannequins sind ja bei uns. Oha. Oha, das haben wir nicht überlebt. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, diese Folge Titanfall hat euch auch wieder ein wenig gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit unterhalten. Falls es dem nicht so war, dann lasst mich hier gerne in den Kommentaren wissen. Falls es so war, dann aktivieren wir den Like-Button und jetzt sterben wir allesamt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.